Hallo, habt ihr euch jemals gefragt, weshalb Rom in kurzer Zeit so große Macht erlangen und über große Regionen über lange Zeit hin regieren konnte? Nun, über diese Frage können wir natürlich diskutieren. Aber um es nicht in die Länge zu ziehen, möchte ich hier den Historiker Polybius zitieren. Er sagte, dass die römische Verfassung der Grund für die Stärke Roms sei. Obwohl Rom mit seiner demokratischen Staatssystem berühmt ist, sollte man sich nach diesem Video fragen, inwieweit dieses System mit der modernen Demokratie übereinstimmt. In diesem Video werden wir etwas tiefer in die römische Verfassung und Gesellschaftsordnung blicken. Grob könnte man die Gesellschaft Roms in zwei Teile einteilen: die Bürger Roms und die Nichtbürger Roms. Was interessant ist, ist, dass die Bürger eigentlich eine Minderheit darstellten und die größte Mehrheit kein Bürger Roms war. Als Rom 50 Millionen Einwohner hatte, war die Anzahl der Bürger nur ungefähr 6 Millionen. Um Bürger werden zu können, musste man ein freier Mann sein, so durften Frauen, Kinder und Sklaven keine Bürger werden. Daneben musste man den Zensus bestehen, was den Alter, Herkunft, Familie, Eigentum und moralische Tugend des Mannes identifiziert. Römische Bürger durften einen weißen Gewand namens Toga tragen, was eigentlich von den Etruskern kam. Nach dem Gesetz durften nur Bürger die Toga tragen und die Nichtbürger natürlich nicht. Der Staat erwartete von den Bürgern nur zwei Dinge: auf dem Schlachtfeld zu kämpfen und eine Stimme in den Wahlen abzugeben. Auf der gesellschaftlichen Ebene waren die Römer wiederum in zwei Teile geteilt: die Patrizier, was so wie die Väter bedeutet, und die Plebejer. Nur die Patrizier konnten hohe Ämter im Staat besitzen. Sie durften auch nur wieder Patrizier heiraten, damit die Ordnung nicht durcheinander geht. Die Plebejer machten die Mehrheit der Bevölkerung aus. Deshalb gab es vom 6. Jahrhundert bis zum 287 vor Christus große Unruhen zwischen den beiden Statusen. Danach wurden die Rechte der Patrizier eingeschränkt. Ab 445 vor Christus durften die beiden wieder untereinander heiraten. Die römische Gesellschaft war auch nach dem Reichtum eingeteilt. Der Staat wollte unbedingt wissen, wie viel Geld eine Person besitzt. Und um das zu erfahren, gab es einen Amt namens Zensor, der das alles kontrolliert hat. Die Währung damals ist Sesterz. Und wenn jemand 400.000 Sesterzen besaß, wurde dieser als Ritter geehrt. Die Ritter hatten bei ihrer Toga einen violetten Streifen, damit sie draußen jeder erkennen konnte. Der römische Staat hatte vielerlei Ämter, die bestimmte Regeln für sich selbst hatten. Die Amtsinhaber mussten über einen bestimmten Alter liegen, für ein Jahr für das Amt mit anderen ausüben. Also alleine durften sie nicht regieren. An dem untersten Stand gab es die Quästoren, die Minimum 30 Jahre alt sein mussten und über die finanziellen Angelegenheiten des Staates regieren mussten. Nach ihnen kamen die Aedile, die nach ihrem 26. Alter das Amt annehmen und über den Markt und die Straßen verantwortlich waren. Es gab insgesamt 4 Aedile, die jedes Jahr wieder neu gewählt wurden. Über ihnen gab es die Prätoren, die mindestens 39 Jahre alt sein mussten. Sie überwachten das Gerichtssystem des Reiches. Das höchste Amt besaßen natürlich die Konsule. Sie mussten mindestens 42 Jahre alt sein. Jedes Jahr wurden 2 neue Konsuln gewählt, um zu verhindern, dass sie zu große Macht in Anspruch nehmen. Die Konsuln waren auch alle militärische Generäle, die die römischen Armeen in den Sieg führen mussten. Und zuletzt gab es die Senatoren, die noch einen breiteren violetten Streifen bei ihrer Toga trugen. Es gab zwischen 300 und 500 Senatoren in der römischen Republik. Um als Senator gewählt zu werden, musste man zuerst einen hohen Amt im Staatssystem besitzen. Für sie gab es keine befristete Zeit, sie konnten bis zu ihrem Tod im Senat bleiben. Man erwartete von einem römischen Patrizier, eine Karriere im Staat sehr früh zu beginnen. Diese Karriere nannten die Römer Cursus Honorum. Die perfekte Karriere war es, für jeden Amt mindestens einmal zu besitzen. Für die Plebejer gab es den Volkstribun, die die Rechte der Bürger Roms verteidigte. Die Volkstribune wurden auch immer für ein Jahr gewählt und sie galten als heilig, sodass ihnen niemand schaden konnte. Die Tribune konnten mit einem Veto die Gesetze des Senats für ungültig erklären, was aber nur selten der Fall war. Zuletzt noch gab es einen wichtigen Patronatssystem, was gesetzlich eigentlich nicht vorhanden war, aber trotzdem funktionieren konnte. Mächtige Männer halfen den Menschen niederer Statusen, damit diese ihnen in den Wahlen ihre Stimme abgeben konnten. Je mehr Kunden ein Patronat hatte,
desto mächtiger wurde er unter den Patriziern im Staat tätig. Also Leute, vielen Dank für das Zuhören. Ich würde mich auf eure Kommentare freuen. Wenn ihr noch weitere Videos von mir anschauen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Na dann, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.